Was haben wir lange darauf gewartet, dass das hier heute endlich wieder passiert? Seitdem der junge Mann ein Kind bekommen hat, wussten wir nicht, wann die nächste EP oder das nächste Album kommen wird. Aber allzu lange hat er uns nicht warten lassen, denn die nächste EP steht schon quasi vor der Tür. Streng genommen eigentlich sogar zwei. Also lasst uns nicht allzu lange rumlabern, wir gehen jetzt in das Musikvideo rein und es tut mir nochmal ganz kurz leid wegen meiner Stimme, ich bin noch erkältet. Ich habe erst Corona bekommen und direkt danach eine Erkältung. Lassen wir es einfach. Genauso wie wir das rumlabern lassen, wir gehen jetzt rein. Let's go. Dieser Song wird sehr, sehr böse. Das merkt man jetzt schon. Alles ist ein bisschen dunkler gehalten, schwarz-weiß gehalten. Der Beat ist schon wieder böse. Man hört das Ganze, es fängt ein bisschen sehr deep an. Ich freue mich. Oh no, was ist denn? Irgendjemand hat die Leine abgeworfen. Oh Gott, nein, bitte ja. Ja, irgendwer hat die Leine abgeworfen. Okay, okay, das wird zerstört. Geile Energie, okay, okay, geil. Okay, ich würde sagen, TJ Beastboy ist zurück. Flash die Zähne wie ein Rottweiler. Mach die Hater einen Kopf kleiner. Bin on fire wie der Ghost Rider. Motherfucker, ich kick dich zurück zum letzten Bonfire. Das ist eine absolute Killer-Hook. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er hat sich so vorgestellt, yo, was passiert, wenn jemand mein Kind was antut? Und diese Wut, darauf hat er sich konzentriert und dann diese Hook geschrieben. So fühlt sich das einfach an. Junge, gestört. Ich freue mich schon auf den ersten Part. Let's go. Jahren sag ich in meinen Lyrics, ich wäre ein Motherfucker. Und jetzt bin ich ein Motherfucker. Denn meine Frau wird bald schon Mama. Let's go. Okay, das war ein bisschen sehr cringe, Digga. Aber es ist so crazy, Digga. Ich habe letztens erst einen Clip von TJ gesehen, wo er meinte, yo, alle meine Freunde heiraten, kriegen Kinder und so weiter und ich bin irgendwie im Kopf immer noch 16 und habe Angst, dass ich nicht erwachsen werde. Konnte so richtig relaten und ein Jahr später, nachdem ich den Clip sehe, übrigens, ich habe geheiratet, übrigens, ich kriege ein Kind, ach ja, und ich habe jetzt auch ein eigenes Haus. Digga, what the fuck? Diese Line hat mich gerade so richtig auseinandergenommen. Fühl mich wie Samus Aran, ich balle so hart, ich werd selber zum Ball, meinen eigenen Kontostand kenn ich nicht mal, doch die Welt steht mir offen wie bei Breath of the Wild, es gibt so viel, dass ich lernen muss. Warte, bis ich träume, so eine Welle wie der Cerberus. Ich mache mehr als bloß und bin kerngesund und Gott bringt bald den Stern zu uns. Und deshalb wachse ich über mich hinaus, Händelinge, Gefühle in meinem Bauch. Mehr Vitamine ist das Selbstmitleidschiene, jetzt heizen die Glüten endlich auf. Ich hab seit Monaten weder getrunken noch irgendein Kaffee geraucht. Oha, oha. Ich glaube, er wird ein guter Dad. Er wird ein guter Dad, er ist clean von dem ganzen Scheiß. Ich glaube, er ist selbstreflektiert genug, um auch genug Reflexion für das Kind mitzubringen. Und ich mache mir da also wirklich, also TJ Beastboy ist, glaube ich, so ein Mensch, da macht man sich keine Sorgen, dass die Erziehung nichts wird oder so. Ich glaube, das kriegt er schon ganz gut hin. Ich denke, die Frau ist genauso charismatisch, bis jetzt zumindest, was man so mitbekommen hat. Ist auf jeden Fall ganz nice. Wie siehst du das Ganze denn? Also meinst du, er kriegt das Ganze mit der Erziehung gut hin oder meinst du, boah, nee, der Typ mit den ganzen Tattoos im Gesicht und so weiter, das wird doch nichts. Lass mich gerne mal wissen und schreib's da unten rein. Endlich mal klare sich fern von dem Rampenlicht, genau das brauche ich jetzt auch. Genau. Wenn ich auf YouTuber-Partys in Dubi nicht annehme, sagen sie geschockt, aber du bist doch tadel, das kommt mir nicht gut vor, man kennt mich fürs Kiffen, als wäre ich Snoop Dogg. Ich war nur ein zugekiffter Jugendlicher, der außer der Kunst nichts gut im Griff hat, aber... Ey, das ist for real, also richtig geiler Deep Talk, Real Talk, den er hier gerade führt, aber es ist for real so, wenn man eine Zeit lang irgendeine Droge konsumiert hat und man wird dann immer wieder, man wird immer eingeladen, das holt einen immer wieder ein, die Vergangenheit und das beschreibt er eigentlich ganz gut, das ist ein Riesenproblem, glaube ich, auch für viele, um da wieder rauszukommen. Aber nun ist sicher, es geht wieder hoch, ich bewege mehr, ähnlich wie der Mond und mach mir keinen Kopf mehr und mach mir dazu keinen Kopf mehr. Nach einem Blick in die richtigen Augen ist jeder Atemzug Gold wert. Sehr gestörter Song, auch inhaltlich, das hat mir so ein bisschen gefehlt tatsächlich in den letzten Songs. Es war inhaltlich leider immer relativ, irgendwann nur noch das Gleiche, immer ich bin der Beste und hier und da und ich komme auf deine Party und zerstöre alles und ich gebe einen Fick auf alles, ich bin anders und so weiter und das war ziemlich starke Messages in diesem Song. Das hat mich echt ein bisschen überrascht. Finde ich sehr, sehr krass. Man merkt die Auswirkungen, die Familie mit sich bringt, ne? Okay, zweiter. Der zweite heißt Empty the Clips. Ich vermute. Jetzt habe ich's. Also,
Der nächste Dings heißt Empty the Clips und ich vermute einfach mal einen richtig krassen Double Time oder einen sehr schnellen Flow. Ja, der Beat passt, Digga, das kann was werden. Nee, doch nicht. Das ist so null das, was ich erwartet hatte bei dem Namen. Hä, ich finde das voll stark. Das ist so ein richtig melodischer Song, das feiere ich extrem. Finde ich voll geil, sollte er öfter machen. Imagine, du siehst so Tuddle und Wavy Boy und so weiter einfach an der Tanke. Du läufst so lang, willst du eigentlich nur so eine Chips-Tüte kaufen und auf einmal siehst du da einfach alle, Digga, what the fuck? Vom Wein eine ganze Pulle. Ey, I'm really sorry, Mama. Ich war kein so braver Junge. Geil. Das wird eine richtig geile Mathematic Rap Addict EP, Digga. Oh, das Cover. Digga, das Cover sieht ja gestört geil aus. Ist das ein gutes Cover? Junge, Junge, Junge. Ja gut, dann ab zum Fazit, ne? Tja, was soll man sagen, ne? TJ Beastboy ist auf jeden Fall zurück und zwar besser als jemals zuvor. Also den ersten Song fand ich inhaltlich extrem, extrem stark, so wie das schon lange, finde ich, nicht mehr von TJ Beastboy gehört haben. Zweiter war auch inhaltlich ziemlich cool, aber da fand ich das ganze melodisch einfach geiler. Natürlich das mit der, also die Hook vom ersten hat es komplett zerrissen, auf jeden Fall. Aber ich fand einfach overall den zweiten geiler, weil sie es einfach cooler angehört hat, durch das Melodische und so weiter, das fand ich sehr, sehr cool. Aber genug von meiner Meinung. Wie siehst du das Ganze? Welchen Song fandest du besser, den ersten und den zweiten? Und warum fandest du welchen besser? Schreib es gerne in die Kommentare. Dadurch hilfst du mir auch noch, dass das Video ein bisschen mehr vorgeschlagen wird. Interagier irgendwie mit dem Video, schickst Likes, würde mir sehr, sehr, sehr dick helfen. Aber auch, weil mich deine Meinung interessiert, welchen du wirklich besser fandest und warum. Also, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bleib gesund, pass auf dich auf und ciao.